Hallo, ich bin Gabi Franke-Mölle von Langsam kocht besser und möchte euch heute gern was zum Thema Kochzeiten und Kochplanung erzählen, weil das ist genau das Thema, was die meisten Neulinge sehr verunsichert, wenn man nämlich so Angaben wie 4 bis 6 Stunden auf Stufe High hat. Aber ihr werdet gleich sehen, das ist überhaupt kein Hexenwerk, das kann man ganz leicht begreifen und anschließend auch umsetzen. Kann man so pauschal überhaupt gar nicht sagen, weil es kommt darauf an, wie groß man die Fleischstücke schneidet, ob man viel oder wenig Flüssigkeit angießt, ob mal diese Flüssigkeit heiß oder kalt ist und auch, ob das ein hochwertiges Fleisch ist, was vielleicht gut abgehangen ist, dann geht es schneller, oder ob man welches aus dem Supermarkt hat, was vielleicht nicht so ganz zart ist. Ganz entscheidend ist auch, welchen Topf man verwendet. Dieser 3,5 Topf von Murphy Richards ist auf Low zum Beispiel super Low. Den verwende ich eigentlich nur auf Medium oder auf High. Auch dieser 6,5 Liter Topf von One Concept ist eigentlich kein Heißblüter. Der braucht für Rindfleischsuppe so 10 bis 12 Stunden auf Stufe Low. Sein Vorgänger, den ich vorher hatte und der inzwischen ausgemustert ist, der hatte solche Suppe in 8 Stunden fertig. Sprich, man muss immer gucken, welchen Topf man verwendet, um wirklich dann Zeiten für die Rezepte zu bekommen. Nein, man muss nicht mitten in der Nacht aufstehen. Man kann zum Beispiel statt auf Low einfach auf High garen. Dann hat man eine Garzeit von 5 oder 6 Stunden maximal. Und das heißt, man kann auch morgens um 7 damit anfangen und hat noch ein Mittagessen. Genauso ist es. Bei 99% der Gerichte funktioniert das. Wo es nicht funktioniert, steht es zumindest bei meinen Rezepten immer dabei. Das ist zum Beispiel bei Kuchen der Fall. Das Umrechnen der Zeitstufen ist ganz einfach. Eine Stufe High wird zu so 2 Stunden Low, oder falls euer Slow Cooker eine Medium-Stufe hat, dann ist man so bei 1,5 Stunden. Das frage ich mich auch. Ich persönlich schalte nie um, weil wenn ich den Slow Cooker nutze, bin ich im Regelfall gar nicht da, nämlich auf der Arbeit. Ich kann also nichts umschalten. Manche schalten um, weil sie den Inhalt des Slow Cookers gerne schneller auf Temperatur gebracht haben wollen. Aber das kann man auch erreichen, indem man beispielsweise anbrät oder von Anfang an heiße Flüssigkeit angießt. Da verweise ich auf die Antwort der ersten Frage. Generelle Kochzeiten kann man eigentlich nie nennen. Wenn jemand von der Menge her mehr verwendet hat, hat nicht angebraten oder hat sehr viel Flüssigkeit angegossen, dann kann es schon sein, dass es nicht funktioniert. Deswegen rate ich eigentlich immer, dass man nicht gleich mit improvisierten Sachen anfängt, sondern vielleicht mal 2 oder 3 Sachen genau nach Rezept nachkocht, um dann einschätzen zu können, wie der eigene Topf funktioniert. Manche Töpfe sind totale Heißblüter, da hat man vielleicht was schon in 5 Stunden fertig, während im Rezept 6 steht. Andere sind super lahm, brauchen vielleicht 7 oder 8. Wenn man ein, zwei, dreimal Probe gekocht hat, weiß man das relativ schnell. Natürlich kann man das machen. Man kann das zum Beispiel schneiden und dann schon in Tupperdosen verpackt im Kühlschrank kalt stellen. Die andere Möglichkeit ist, man packt es schon in den Slowcooker-Einsatz und stellt den über Nacht kalt. Ich finde das mit den Dosen persönlich irgendwie sympathischer, wobei das funktioniert natürlich auch. Man muss es nur dann wirklich kalt stellen. Für solche Fälle empfehle ich so eine ganz einfache Zeitschaltuhr aus dem Baumarkt. Die kostet vielleicht 5 € und schaltet mir den Topf nach 1, 2 Stunden aus, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme. Das Essen bleibt dann sicherlich auch noch 1, 2 Stunden schön warm. Alternativ kann man natürlich auch sich einen digitalen Slow Cooker anschaffen. Der kostet aber dann eine ganze Ecke mehr als diese 5 € für eine Zeitschaltuhr. Nein, aufwärmen würde ich im Slow Cooker keinesfalls. Es dauert einfach viel zu lange, bis der Inhalt wieder auf bakteriensichere Temperaturen kommt. Und man gart ja auch nicht zu Ende, sondern bricht dann quasi ab, wenn die Esstemperatur erreicht ist. Das muss natürlich nicht gleich das Essen umkippen lassen oder eine Lebensmittelvergiftung verursachen, aber ich würde es mir einfach erst gar nicht angewöhnen, den Slow Cooker als Erwärmgerät zu nutzen, sondern es gleich in der Mikrowelle machen oder im ganz normalen Topf auf dem Herd. So, ihr seht, alles kein Hexenwerk mit den Garzeiten. Wenn man nach hinten raus genug Luft lässt, kann eigentlich nicht viel passieren. Ihr habt das sicherlich ganz schnell raus und deswegen weiterhin viel Spaß beim langsamen Kochen und bis bald.